Ich habe meine Pflanzen jetzt schon bekommen, weil ich die früher bestellen musste. Ich kann mein Aquarium aber erst in 1, 2 Wochen einrichten. Wie lagere ich meine schon hier bestellten Pflanzen richtig in dieser Zeit? Und dazu kann ich dir nämlich jetzt gerade einmal das perfekte Beispiel liefern, weil genau das bei mir jetzt auch der Fall war. Ich habe eine Pflanzenbestellung von Tropica bekommen, weil ich nämlich hier neben mir mein 60p neu einrichten möchte. Aber durch Termine und allem drum und dran bin ich da bisher einfach noch nicht zu gekommen und das wusste ich auch vorher. Das heißt, ich musste die Pflanzen jetzt ungefähr 1,5 Wochen zwischenlagern, bevor ich mich jetzt wahrscheinlich morgen an die Neueinrichtung des 60p setzen kann. Und ich habe sowohl In-vitro-Pflanzen bekommen als auch Topfpflanzen. Deshalb kann ich dir jetzt einmal genau zeigen, wie ich das Ganze lager. Und das ist wirklich sehr, sehr simpel tatsächlich. Bei In-vitros musst du dir am wenigsten Sorgen machen. In-vitro-Töpfe kannst du eigentlich problemlos mehrere Wochen noch irgendwo stehen lassen, ohne dass mit den Pflanzen irgendwas passiert. Man sollte dazu sagen, und das ist auch wichtig einmal zu erklären, dass ganz viele Händler sagen, dass man die Pflanzen auch In-vitro-Pflanzen innerhalb von einer Woche verbrauchen sollte, also einpflanzen sollte. Das hängt einfach damit zusammen, dass natürlich nie so richtig klar ist, wie alt ist diese Pflanze ganz genau, also wann kam sie aus der Gärtnerei raus, zu welchem Zeitpunkt wurde sie verschickt, wie lange lag sie dort bereits schon in einem entsprechenden Aufzuchtregal, das haben wir bei Tropica ja selbst gesehen, wie lange liegt sie dann beim Händler und wie lange liegt sie dann im Endeffekt bei euch. Deshalb ist es natürlich immer besser, ganz, ganz generell, wenn du die Pflanzen so früh wie möglich verbrauchst. Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man In-vitro-Pflanzen, wenn man sie hier hat, problemlos noch mehrere Wochen hier liegen lassen kann. Und wie du das Ganze dann lagerst, ist schlicht und ergreifend irgendwo, wo es einigermaßen hell ist. Und das war's. Kommt bitte nicht auf die Idee, die Pflanzen in den Kühlschrank zu stellen, weil ihr das vielleicht in manchen Shops gesehen habt, wo diese Tropica-Schränke stehen. Da ist nämlich ganz wichtig zu wissen, diese Tropica-Schränke kühlen nicht. Das sind keine Kühlschränke. Das sind sogenannte Klimaschränke. Die halten halt eine bestimmte Temperatur, aber die ist nicht unbedingt kühler. Ja, also kommt bitte nicht auf die Idee, eure Pflanze in den Kühlschrank zu packen, denn das würden sie wirklich nicht gut vertragen. Außerdem kommt dazu, dass die Tropica-Schränke natürlich dauerhaft beleuchtet sind und im Kühlschrank, sobald ihr die Tür zu macht, ist das Licht aus. Licht brauchen die Pflanzen natürlich trotzdem. Ich mache das so, dass ich meine In-vitro-Pflanzen, die stehen nämlich jetzt hier gerade vor mir, deshalb zeige ich da immer hin, sie stehen halt hier direkt neben dem Fenster. Sie stehen halt hier auf meinem Regal neben dem Fenster. Sie kriegen also ein bisschen Licht ab, kein direktes Sonnenlicht, das ist schon wichtig, weil dann wird es sehr, sehr hell und sehr, sehr warm in diesem Topf und das ist auch nicht so ganz so gut. Aber einfach irgendwo in der Nähe des Fensters, wo sie Licht abbekommen und trocken stehen. Fertig. Bei Topfpflanzen sieht das Ganze natürlich anders aus. Wenn ihr die Pflanzen aus einem Laden holt und die Topfpflanzen in so einer Tüte drin sind, die luftdicht verschlossen ist, dann könnt ihr die da auch problemlos 1, 2 Tage drin lassen. Ihr müsst sie da nicht sofort rausnehmen. Das geht also auch. Wenn es ein längerer Zeitraum ist, wenn es also sagen wir mal über 2 Tage hinausgeht, ist mein Mittel der Wahl tatsächlich mal die Badewanne. Ist jetzt gerade auch wieder der Fall. Badewanne mit Wasser volllaufen lassen, Topfpflanzen reinschmeißen. Fertig. Mehr mache ich damit nicht. Ich mache da auch keine Wasserwechsel drin oder so. Die Pflanzen liegen jetzt da, wie ihr sie jetzt hier in dieser Zwischensequenz seht, 1,5 Wochen in der Badewanne. Wenn das Wasser großartig verdunsten sollte, dann füllt ihr das Wasser einfach wieder ein bisschen auf. Aber das passt schon. Also das machen diese Pflanzen schon mit. So nach spätestens 2 Wochen würde ich allerdings sagen, wird es langsam Zeit, gerade Topfpflanzen zu verbrauchen, weil dann sollten schon die passenden Umgebungsbedingungen für die Pflanze so langsam herrschen. Aber alles im Rahmen von 2 Wochen ist auch für Topfpflanzen in meiner Erfahrung nach allem, was ich bisher so gemacht habe, kein Problem, wenn ihr die da einfach in der Badewanne liegen lasst oder meinetwegen in einem Eimer mit Wasser liegen lasst. Wie gesagt, ich mache da auch keine Wasserwechsel, wobei das Wasservolumen in der Badewanne natürlich deutlich größer ist, als wenn ich da einfach so einen 10-Liter-Eimer hätte. Bei dem 10-Liter-Eimer könnten wir darüber reden, ob ihr vielleicht 1 oder 2 Mal die Woche den Eimer auskippt, neues Wasser reinfüllt und die Pflanzen dann wieder dazu schmeißt. Was ich im Endeffekt nur damit sagen will, ja, es ist immer besser, Pflanzen so früh wie möglich zu verbrauchen. Punkt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber wenn ihr die Pflanzen zwischenlagern müsst, macht da nicht so eine große Wissenschaft raus. Das ist sehr viel unkomplizierter, als viele von euch das vielleicht annehmen. Und deshalb seht ihr hier einmal genau mein Beispiel. Wie gesagt, 1,5 Wochen, ich glaube ziemlich genau 10 Tage. Ja, 10 Tage liegen die Pflanzen jetzt hier einerseits auf meinem Regal neben dem Fenster und andererseits in der Badewanne im Badezimmer. Und an keiner der Pflanzen konnte ich bisher Schäden oder absterbende Blätter oder irgendwas sonst feststellen. Das sind Pflanzen, die ich genauso völlig problemlos gerne jetzt in mein Aquarium einsetzen werde.